Hallo? Oh, die halten zwei aus. Kim, ich bin im äußeren Hof. Hast du Sichtkontakt zum Heli? Nein. Und du? Nichts. Okay, ich mache mich jetzt auf den Weg zu dir. Was willst du hier? Okay, das Geschütz, Alter, das da hinten, das Geschütz brauche ich nicht, hier. Genau. Wir müssen den Heli nämlich gleich abknallen, das ist vielleicht nicht unbedingt unoffensichtlich. Komisches Wort, aber mir fiel gerade kein anderes ein, also. Was ist denn das Gegenteil von offensichtlich? Weiß ich auch nicht. Ich kann gerade nicht denken. So, ich soll da hinten hin in die Ecke. Warum eigentlich? Ach so, damit er merkt. Na egal, ich mach einfach mal. Andrew, ich habe Kontakt. Ich komme nicht rüber. Du musst. Was muss ich? Sowas. Oh yeah. Ja, ich kann nicht nachladen. Ach, das ist gut, dass du den Schrot hast. Die hilft dir da hinten nicht viel. Kim, hast du Sichtkontakt zum Heli? Wiederhole, brauche Position des Heli. Nichts. Warte. Warte. Angriff aus Südwesten. Handfeuerwaffen sind nutzlos dagegen. Nimm die MGs. Angriff! Ja, ich gehe schon. Wo bist du denn? Südwesten hat da. Ja, das war doch mal gut. Kommt in deine Richtung, Kim. Ich seh's. Sie drehen ab. Er macht einen zweiten Anflug aus Südosten. Ich hab dich, du Wichser. Freut mich für dich, aber ich brauche Hilfe. Sofort! Komm hierher! Wo schießen die denn? Hä? Aber diesen Satz finde ich super, ne? Hab dich, du Wichser! Das ist so super! Wir hatten die ganze Panzerung hier geklaut. Hier müsste noch was sein. Aha, sehr gut. So gut, haben wir noch was eingesammelt. Da ist noch Munition für die Pumpgun, sehe ich gerade. So. Da müssen wir hin, okay. Hier wollen wir auch hin. Oh, was ist denn hier noch? Auch noch Muni. Sehr schön. Wir haben wieder gut ausgestattet hier. Ich hoffe mal, ich habe alle Zettel gefunden. Oder soll ich noch einmal rumgehen? Ah, eine kleine Runde mache ich nochmal zur Sicherheit. Nicht, dass ich irgendwo noch wieder einen Zettel vergesse. Das sieht aber nicht so aus, ne? Da hinten vielleicht noch ein Zettel. Hier liegt auf jeden Fall noch Muni rum. Kein Zettel. Okay, gut, dann haben wir hier alles abgesucht. Schneller kann ich übrigens nicht laufen. Das ist die schnellste Vorbewegung. Ich kann doch schneller laufen. Das habe ich jetzt auch gerade das erste Mal rausgefunden. Gut. Schwere Holztür. Passt schon, ne? Also ich treffe dich schon da, ne? Nachladen ist immer gut. Wo ist der Rest? Ich könnte da runterspringen, ja. Da!
Okay. Gucken wir mal hier. Was los ist. Warum haben die eigentlich die ganze Zeit geballert? Weil ich war doch noch gar nicht da. Oder haben die auf Kim geschossen? Kann natürlich auch sein. So, da geht's lang. Ich will erstmal da unter. Ah, da ist noch einer. Ich sehe dich. Bist du. Ist das Kim? Das ist Kim. Die kann ich zum Glück nicht abschießen. Sonst hätte ich auch noch Probleme hier. Ich will mal eben kurz gucken, ob hier noch was war. Hallo, Kim. Zieh ruhig auf mich. Ja, ist in Ordnung. Was ist hier? Ist das einfach nur ein Symbol für Wrack? Okay. Da ist der Heli hingeknallt. Also ein Teil davon. Gut, dann, ja. Ich hätte gleich ganz gern noch ein Dokument. Ich weiß, dass da noch eins ist. Das muss ich mir einsammeln, bevor ich irgendwie mit Kim abhau. Das klingt auch wie ein kompletter Name, ne? Kim abhau. ja. Du liegst da auch sehr gut. Mit dem habe ich irgendwie gerade durch die Stiefel durchsucht, so sah das jedenfalls aus. So, hier geht's weiter. Da noch was? Nein. Da ist eine Tür. Darf ich da rein? Darf ich nicht. Was haben wir hier? Noch eine Leiche. Gut gemacht. Danke. Bitte. Und jetzt nichts wie weg hier. Ja, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich will erstmal hier rum. Denn ich meine, hier ist ein Zettel. Nein! Ich täusche mich aber oft in diesem Spiel. Kann ich nochmal zum Heli? Ist da noch was Tolles dran? Sieht nicht so aus. Der ist ziemlich kaputt. So, Kim, ja, dann erzähl mal, ne? Ah, abgeschlossen. Okay, ich habe zwei Zettel nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo die noch hätten sein sollen, ehrlich gesagt. Aber okay, macht nichts. Dafür ist meine Zielgenauigkeit ein bisschen besser geworden. Von 16 auf 22% hoch. Immerhin. Okay, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Los! Womit geht's weiter? Eine Barke wartet rund 200 Meter von hier am Kanal. Ich habe einen Piloten, der dich mitnimmt. Du kommst nicht mit? Hat nur Platz für einen. Außerdem habe ich noch in der Stadt zu tun. Mach dir keine Sorgen. Ich kenne ihn, er ist gut. Hat erst einmal jemanden verloren. Für einen Toten sind die Chancen gut genug. Meine Tarnung. Das wird dir bestimmt gefallen. Du bist ein toter Mann. Was? Ja. Ruh dich aus. Wir sehen uns in Hongkong. Cool. Als Leich getarnt. ...1935 schrieb H.G. Wells von kommenden Dingen. Darin rettet eine Gruppe Flieger, die sich Wings Over the World nennen, die Welt vor den Schrecken eines verheerenden Krieges. Ein Junge las das Buch 1935 in London, sah 1937 die Filmversion und war fasziniert. Er war fast noch ein Knabe, als der Krieg kam. Doch das kümmerte weder ihn, noch das immer verzweifeltere England. Der Krieg war schlimm, genau wie in dem Buch. Aber Wells sah weder Atomwaffen noch Vernichtungslager vorher. Und so wurde der junge Pilot und stellte fest, dass es keine Wings Over the World gab und die geschockte Welt nach dem Krieg ein sehr kalter Ort war.
du bist am Zug, Dornröschen. Oh, Herrgott, Danny, du gibst wohl nie auf, ha? 2 Wochen und wie viele Spiele hast du verloren? Du warst schon immer ein mieser Schachspieler, aber neuerdings... Komm her und setz dich, Mistkerl. Ich lass dich gewinnen, das fördert die Heilung. Tja, Dank erwarte ich wie immer keinen. 3 Wochen lang meine Gesellschaft, das scheint mir Dank genug. Und was hast du jetzt vor, Kasparov? Wo du wieder auf dem Damm und fit bist? Zurück ins regnerische London? Den Leibwächter spielen? Hier und da ein Vortrag über Sicherheit? Keine Ahnung. Vielleicht lasse ich mir einen Bart wachsen wie du. Mach es mir mit Pfeife und Pantoffeln bequem. Wird am Strand fett, faul und alt. Himmel, Andy. Da kannst du dich auch gleich vom Balkon stürzen. Harte Kerle wie wir sind nicht dafür geschaffen, herumzusitzen und auf den Tod zu warten. Lange Finger hin oder her. Und das sind echt lange Finger, hm? Der Junge hatte Probleme. Eindeutig. Andy, mir geht's hier gut. Alles läuft prima. Echt prima. Aber das kommt nicht von ungefähr. Ich habe nicht in einem Arbeiterclub in Hastings rumgesessen und Hämorrhoiden gekriegt, während das Leben an mir vorbeiging. Was bietest du mir, Danny? Ich habe momentan mehr Arbeit, als ich erledigen kann. Viel mehr Arbeit. Ich will dich an Bord haben. Dieses Spiel dauert allmählich zu lang, Danny. Ich habe vor 10 Jahren aufgegeben. Du kannst es doch nicht noch länger machen wollen. Irgendwann muss man aufhören. Ich kann nicht, Andy. Unmöglich. Das hier ist wichtig. Echt wichtig. Ich gebe dir die üblichen 10%. 10%? Shit. Danny, du willst mich doch nicht beleidigen. Nach der langen Zeit? Nicht jetzt. Lange Finger hin oder her. Sieh dich doch hier um. 15%. Ich will 50%. Und die 5 Mille, die du mir noch von Katanega schuldest. Katanega? Hm. 20% und die 5 Mille. 25% und die 5 Mille, abgemacht. Du bist ein Bastard, aber das weißt du ja. Dazu brauche ich noch Papiere, ein Konto in der Schweiz und ein Spesenkonto. Und ein Domizil vor der Küste, klar. Was Hübsches, Ruhiges, irgendwo auf einer Insel. Margaritas in der Sonne. Okay, abgemacht. Abgemacht. Klar, Mann, klar. Der SIS hat wohl nicht viel von mir übrig gelassen. Was denkst du denn? Du bist immerhin mausetot. Ehrenbegräbnis mit allem drum und dran. Es ist ein leichter Job. Total einfach. Pass bei einer Aktion in Afrika auf Kim auf. Sie sammelt da Informationen. Nichts allzu Dramatisches. Unterwegs bekommst du mehr Details. Schön, dich zu sehen, Andy. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Was für einen netten Auftraggeber wir doch haben. Andy, du sollst Kim zu einer kleinen Garnisonsstadt in der Nähe der Katara-Senke eskortieren. Erste Infiltration mit Getreideflugzeug. Landestelle ist ein kleines Gehöft in der Wüste, 40 Kilometer außerhalb der Stadt. Die Familie dort ist freundlich. Raste nicht aus, wenn die Leute bewaffnet sind. Sie riskieren ihr Leben, um dir zu helfen. Sei nett. Die Leute werden dich auf einem ihrer Obsttransporter übers Land transportieren und dich an einem sicheren Haus absetzen, das unsere dortige Kontaktperson am Stadtrand der Hauptstadt eingerichtet hat. Wenn du den Treffpunkt erreicht hast, wird Kim dir detaillierte Befehle geben. Hauptziel ist Aminkat Ali Salah, ein Geschäftsmann, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Unser Klient mag seine Geschäfte nicht und möchte ihn eliminiert haben. Kim wird die Tat ausführen. Du bist nur als Unterstützung und Ablenkung da, falls sie welche braucht. Außerdem werden Informationen über den Ort von Aminkat Ali Salahs momentanem Spezialprojekt benötigt. Kim sollte die während des Einsatzes besorgen können, aber möglicherweise musst du dir die Finger dabei schmutzig machen. Ich bleibe in Verbindung. Ja, und ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, um einen kleinen Cut zu machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme mit diesem Missionsziel wieder. Ich hoffe, das Replay macht euch bis hierhin Spaß. Und falls ihr das Spiel jetzt noch gar nicht kanntet, sowieso. Und ihr bleibt dran. Und im nächsten Part sehen wir uns dann wieder.
Ich würde sagen, euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.